Aber wer etwas nicht sehen will, der wird es nicht sehen. Nur die Vielzahl der Dinge, dieser Puzzlestücke, die sich zusammensetzen, sind in meinen Augen absolut unwiderlegbar. Und ich bin jemand, der das wirklich objektiv versucht hat zu sehen, als er nach der Wahrheit gesucht hat. Eine Person, die es schafft, mit einigen wenigen Anhängern innerhalb von 23 Jahren und noch weniger 124.000 Menschen hinter sich zu versammeln, zu einer Zeit, wo es kein TikTok gab oder YouTube gab oder geschweige denn eine Zeitung gab, sondern wo die Leute bis auf einige wenige Ausnahmen absolute Analphabeten waren. Diese Person, die das schafft, muss zumindest ein Genie gewesen sein. Sie muss zumindest etwas an sich gehabt haben, was die Leute dazu gebracht hat, an ihn zu glauben. Wie kann es sein, dass er sagt, er ist ein Prophet? Dass er sagt, er ist ein Prophet und es gibt tausende Leute, die das fest glauben, dass er ein Prophet ist, die so fest davon überzeugt sind, dass er ein Prophet ist, dass sie bereit sind, für ihn sein Leben zu opfern, dass sie bereit sind, für ihn zu sterben, dass sie bereit sind, für die Religion alles zu geben. Und das sind Sachen, die keiner verleugnen kann, dass er, wie gesagt, am Ende seines Lebens tausende Leute hinter sich hatte, die bereit waren, für ihn zu sterben. Das heißt, selbst wenn jemand sagt, dass er kein Prophet ist, muss er zumindest, wenn er ein Nicht-Muslim ist, zugeben, dass der Prophet Mohammed eine geniale Figur in der Geschichte der Menschheit gewesen ist, mit einer krassen Überzeugungskraft. Anders geht es nicht.